Katie, I'm so sorry. I'll be okay, I can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. Hab deine Nummer. Captain Allegra, immer noch mit wehendem Rock und fester Jacke, stieg mit einem einzigen schimmernden Faden in die tiefen Höhlen des Labyrinths hinab. Sie und der erste Offizier, jetzt auf sich gestellt, kamen ihrem Ziel immer näher. Dem Thronsaal des toten, unsterblichen Königs der Insel. Der erste Offizier ließ sich weiter vorne auf den Steinflur nieder. Sie wischte sich kreideweise Knochenstaub von ihren Hosen aus Segeltuch und schaut hoch zu Allegra. Der seidene Faden, nahezu unzerstörbar durch die verzauberten Motten, die diese Insel bewohnten, folgte ihnen, um ihnen den Weg zurück zum Eingang zu weisen. Aus dem Inneren des Labyrinths begann ein Stöhnen zu erschallen. Das Stöhnen wurde lauter und deutlicher. Die verfluchte Stimme des Königs, die Haare an Captain Allegras Arm, stellten sich auf. Sie schaut sich nach dem ersten Offizier um, dessen Augen etwas zu lange bei der Finsternis des Durchgangs verharrten, bevor er den Blick des Käpt'n bemerkte. Der erste Offizier nickt still vorwärts. Der Thronraum des Königs lag voraus. Skelettartig in verrotteten Roben war der König über eine blaue Kugel gebeugt, die sich an der Spitze seines königlichen Zepters befand. Während er sang, strömten jammernde Seelen eine nach der anderen durch die Risse in der Höhlenwand und wurde in die Kugel gesogen, wodurch sie immer heller und heller glühten. Hinter dem König führte eine lange, aus dem Fels gehauene Treppe von einem Durchgang weiter oben in die Kammer. Allegra sagte, »Wir sind in der Überzahl. Ich werde seine Aufmerksamkeit auf mich lenken, und dann kannst du.« Aber der erste Offizier unterbrach sie, »Nein!« Ich bin kleiner und schneller, und du kennst dich mit mystischen Energien wie diese aus. Ich werde mich auf die andere Seite schleichen, den König auf mich aufmerksam machen und ihn dazu bringen, mich zu verfolgen. Sie hielt die seidene Schnur hoch, mit diesem unzerstörbaren Faden im Gefolge. Natürlich, Allegra sagte, das ist ein guter Plan, aber vielleicht sollten wir zusammengehen. Der erste Offizier schüttelt den Kopf. Du weißt, das ist unsere beste Chance. Ich habe Angst um dich. Die zwei Frauen griffen sich bei den Händen und drückten sie dreimal fest. Ihre Handflächen wurden warm. Der erste Offizier knotete den Faden an seinen Gürtel fest und salutierte kurz. Dann zwinkerte sie ihr zu und stürmte davon. Nein, jetzt ist der Text schon wieder weg. Oh. Allegra wartete und starrte wachsam auf den oberen Teil der Treppe, wo der erste Offizier auftauchen sollte. Der König fuhr fort mit seinem »Halt, nein, nein!« Das Singen erstarb. Der König dreht sich um und begann, die Treppe hinaufzugehen. Allegra wollte schreien, nur um irgendwie zu verhindern, dass der erste Offizier kopfüber ins Verderben rennt. Der König war schon fast oben angekommen, als der erste Offizier aus dem Gang gerannt kam. Sie rutschte, als sie versuchte anzuhalten. Dann drehte sie sich um und lief davon. Der König verfolgte sie mit besorgniserregender Geschwindigkeit. Aus einem dunklen Gang, viel zu weit entfernt, hörte Allegra den ersten Offizier schreien. Der Faden in Allegras Hand wurde gespannt und er zitterte. Dann fiel er schlaff auf dem Steinboden. Allegra lief und verfolgte die Schnur. Schließlich kam sie an ihr Ende. Der unzertrennbare Faden hing schlaff aus ihrer Hand herunter. Das Ende war abgerissen. Sie warf ihn auf den Boden und lief, lief, lief. Sehr, sehr cool. Die Geschichten gefallen mir auch. Was ist das? Mieze. Warte mal.
Kombination ist immer noch nicht die richtige. S steht für strebsam, A steht für attraktiv, M steht für mutig, A steht für aufrichtig, N steht für nett, T steht für treu, H steht für hilfsbereit, A steht für Aufmerksamkeit. Auch wieder die Heilige Bibel. Muss doch noch irgendwas sein, was mir hilft zu verstehen. Komm schon, Sam. Dino. Hey Sam, möchtest du mit mir nach der Schule Pulp Fiction im Kolosseum ansehen? Der Film kam letzte Woche raus und Todd kann einfach nicht aufhören, davon zu erzählen. Also ist er entweder gut oder wir können uns danach über Todd lustig machen, weil er ihn mag. Meine Mom kocht vermutlich heute Abend Abendessen, aber ich kann mich bestimmt davor drücken. Welche Zeit? Außerdem soll der Film nicht richtig gewalttätig sein. Muss ich da kotzen? Laut Todd ist er schon ziemlich hart. Ich glaube, Uma Thurman kriegt eine Heroinnadel ins Herz gerammt. Das ist also eher witzig. Und irgendwas mit Cheeseburger kommt vor. Todd kommt vielleicht mit, um ihn nochmal zu sehen, wenn das in Ordnung ist. 7.15 Uhr? Okay. Nicht kotzen? Alles klar, bis dann. Ich brauche Codes. Und was macht hier Geräusche? Die können doch nicht alle weg sein, vor allem. Wie das hier aussieht. Alles offen. Liebe Mom, lieber Dad, liebe Sam, ich bin im Kanaltunnel. Das ist schon meine zweite Fahrt durch den Tunnel. Ich komme gerade zurück aus London und bin jetzt auf dem Weg nach Brüssel. Entschuldigt, dass ich nicht geschrieben habe, als ich nach London gefahren bin. Aber ich war zu sehr gespannt auf den Tunnel. London war toll. Dad, ich weiß, du wolltest schon immer mal hin. Und ich bin der Meinung, du solltest das wirklich machen. Dir würde es hier gefallen. Falls wir alle vielleicht einmal, noch einmal als Familie herkommen wollen, könnte ich bestimmt dazu überredet werden. Ich hab euch lieb, Katie. Oh Gott. Wieso passiert mir denn sowas? So. Hosen. Oh, das will natürlich jedes Kind sehen bei den Eltern. Ein Kondom. Okay, scheint wirklich nichts Wichtiges hier. Doch angehört, dass wenn hier einer rumläuft. Boah, creepy. Anscheinend ist hier wirklich nichts. Weiter. Mieze. Das ist süß.
Lass dir Zeit, ich bin froh, dass es in guten Händen ist, Rick. Okay. Ein Brief. Wieder von Carol. Liebe Jan, ach Süße, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Bob und ich hatten auch unsere schwierigen Zeiten. Das gehört schon fast dazu. Man gewöhnt sich aneinander. Jeder lebt sein eigenes Leben im gemeinsamen Haus. Die Kinder werden erwachsen. Sie ziehen aus. Tut mir leid, das hilft dir nicht sehr. Was? Keine Sorge. Was auch immer Terry zu schaffen macht, er wird darüber hinwegkommen. Und alles wird wieder normal werden. Und dass Sam so abweisend ist, so sind Teenager nun mal. Kein Grund zur Sorge. Anderes Thema. Dieser kontrollierte Waldbrand, das klingt nach einem richtigen Abenteuer. Aber um gleich zum Wichtigen zu kommen, ist der neue Ranger. Über den möchte ich was hören. Ranger Rick. Im Ernst, das ist einfach zu perfekt. Du musst mir ein Bild schicken und du musst mir alles von ihm erzählen. Die ganze nackte Wahrheit halt. Das klang jetzt falsch. Halt die Ohren steif, bis Terry uns aus seiner Krise raus ist. Und in der Zwischenzeit schreib mir Briefe an deine alte Freundin Carol. Sie kann gar nicht genug bekommen. Technik für Aquarellmalerei. Mhm. Aber so wirklich schlau bin ich jetzt auch nicht. Ich brauche einen Code. Warte, eine Hose. Nach den Flitterwochen, den Partner wieder entdecken. Charakterlich, geistig, sexuell. Oh. Okay. Ich glaube, es war auch nicht geplant, dass die Tochter hier rumschnüffelt. Muss doch noch irgendwas zu finden sein. Ein Tampon, eine Nagelfeile, Schachtel. Oh, fuck! Das Blut, was ist das? Oh, Gott sei Dank, Mann, das ist nur eine Haartönung. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dyeing hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked into the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. But that's when she said, you're so beautiful. And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something. But I waited. And the moment was gone. Oh, Sam. Das ist so süß. Scheint kaputt zu sein. Was finden? Was finden? Von wo kamen wir eigentlich? Okay. Katie, Mom und Dad wollten dir eigentlich für den Sommer das Gästezimmer herrichten, aber du bist so kurzfristig nach Hause gekommen und sie waren nicht hier, um es noch zu tun. Du kannst mein Zimmer benutzen, wenn du willst. Ich werde es nicht mehr brauchen. Sam ist anscheinend weg. Das Gästezimmer. Sam, warum bist du weg? Wieso?
Geisterjäger-Tagebuch. Sichtungsprotokoll. 31. August 1994, 1.19 Uhr. Ein langer Schatten im Flur in der oberen Etage. Als ich um die Ecke gebogen bin, war niemand da. Wie groß war Onkel Oskar? Anmerkung, ich hatte meine Brille nicht auf. 3. September 1994 um 9.44 Uhr. Eine leise Stimme kam unten von der Treppe. Ich hab Hallo gesagt, hab keine Untersuchung angestellt. War wahrscheinlich der Ofen. 9. September 1994, 16.11 Uhr. Milch aus dem Kühlschrank geholt. Sie war sauer. Bin mir ziemlich sicher, dass Geister Milch sauer werden lassen können. Die Milch wurde erst gestern gekauft. Muhu. Außerdem Geistermilch. Die Zeichnung. Es geht weiter. Oktober, also der 9. Oktober 1994, 23.24 Uhr. Lonnie sagt, sie fühlt eine Präsenz im Fernsehzimmer. Mir wird plötzlich kalt. Wir bauen eine schützende Kissenburg. Ach, das waren die beide unten. Haben auch Pizza gegessen. 22. Oktober 1994, 23 Uhr. Lonnie und ich nutzen so ein Brett zur Kommunikation. Verstörende Nachrichten empfangen von der anderen Seite. Oskar definitiv hier. 28. Oktober 1994, 22 Uhr, 29. Oktober, 4 Uhr. Lonnie verpflichtet, die ganze Nacht wach zu bleiben. Die Räumlichkeiten zur Patrouillen und alle Anzeichen außerweltlicher Präsenzen zu notieren. Lonnie berichtete viele Sichtungen, aber alle blieben unbestätigt. Mögliches Ektoplasma auf dem Dachboden hat seine Ursache wahrscheinlich in undichtem Dach. Trotzdem eine Probe genommen. Trotz unserer größten Anstrengung sind wir beide gegen 4 Uhr eingeschlafen. Im Großen und Ganzen eine erfolgreiche Nacht. Okay. Notiz. Hey, Sam, du hast doch mal gefragt, was meine Junior-Offiziersorden bedeuten. Hier, ein kleiner Leitfaden. Orientierungslauf, das heißt, die Army denkt, ich finde mich zurecht. Schützenteam, die Army hat mich als knallharten Killer zertifiziert. Abenteuertraining, die Army bestätigt mir, dass ich geborene Abenteurerin bin und mich nichts aufhalten kann. Wenn du mich also bisher nicht für cool gehalten hast, wirst du es jetzt ganz sicher tun. Lonnie! Ist der Dachboden? Jetzt ist auch noch ein Zimmer. Die Tür war offen. Wieder eine Kassette. Oha. Die Lonnie ist schon ganz cool, aber ich habe gerade so ein Feeling und die Musik zerstört mir jetzt alles. Wissen und Fähigkeiten 5, Kommunikation 5, Arbeitsmoral 5, insgesamt 5. Major Peter Match war von unersetzbarem Wert während der Vorbereitung. Halloween Show, The Misfits. Die sind klasse, vergiss dein Kostüm nicht. Bis dann, L. Misfits. Sometimes you just have to lie to mom and dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to mom and dad situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Ich höre Sam gerne zu.
Wow. Captain Allegra und der erste Offizier. Dein Kostüm, mein Kostüm, L. Also sie hat das anscheinend dann weitergeschrieben. Vielleicht hat Lonnie die sogar entdeckt. Achso, da ist wieder was drin, ne? Wissen für ein gesundes Leben. Das ist ja cool. So ein aufklappbarer Nähtisch. Hier ist nochmal rum, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich habe jetzt nicht wirklich nochmal rumgeguckt. Also zu dem Code habe ich jetzt nichts gefunden. Zum Schließfach. So. Sams Dunkelkammer. Wenn rote Lichter an sind, Zutritt verboten. Aber. Ist auch verschlossen. So drei Türen oder so waren verschlossen gewesen unten. Immer noch mal so rumgucken. Hab ich die ganzen Türen zugemacht? Nee. Steht auch nichts. Schon sehr. Was soll ich das schon? Fiction. Mir muss da noch irgendwas geben. Dass ich weiß, aha. So ist das also. Kann man einen Schlüssel verstecken? Das hat sich gerade böse angehört. Das hat sich gerade extrem böse angehört. Zwei Türen sind zu. Und die Dunkelkammer ist zu. Und das ist doch eine Herausforderung. 100 Pro. Das hat was mit dem Spinn zu tun.
dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so.